Hallo Leute, und es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider, Leute. Wir sind bei 69% des Spieles schon angelangt. Sehr, sehr toll. Sehr weit schon. Kann man so sagen. Und ja, ich hatte hier noch was entdeckt. Ich bin nochmal hier hoch und zurück gegangen. Genau, das wollte ich dann nochmal irgendwie... Ja, wenn es denn geht. Mit vielleicht Feuer... Nein. Wie vielleicht so schrotflintenartig... Nein. Ich denke Granate. Oder reicht das auch so? Ja, Granatpfeile. Ich verwechsel es immer noch. Oh, und hier ist auch noch das Vogelnest, was wir nicht brauchen. Das ist ja schön. Ich weiß aber nicht, ob man von hier aus in die Ecke kommt, wo ich hin wollte. Da kommt man rüber. Und da ist die letzte Glocke, wie es scheint. Das heißt, man musste sogar hier hin. Sehr interessant. Herausforderung abgeschlossen, wem die Stunde schlägt. Dafür habe ich auch ein paar coole Credits wieder bekommen. Ja, und hier bin ich jetzt da, wo ich hin wollte. Wunderbar. Ein Trinkhorn. Recht unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Man hat immer gar nicht mehr so viele Objekte, wo man was suchen muss irgendwie. Aber echt cool. Das packt sie alles dann in ihren Rucksack sozusagen und ja. Kann ich zum... Nee? Hui! War das jetzt schlau oder nicht? Hier so lang. Wir sollen da lang. Da ist noch was zum Runterholen. Das mache ich mal. Erstmal muss ich noch mal was herstellen. Geht ja so nicht. Voll. Voll. So. Ich will einfach nur Feuer. Da haben wir schon wieder keine. Ne. Noch einer. Gut. So, das brennt jetzt. So ein paar Flaggen noch finden wäre auch schön. Dann hätte man das auch. Oh, da ist noch ein Köpfchen. Hier ist auch ein bisschen ein Köpfchen. Dann gehe ich hier mal einfach so salopp runter. Schön. Oh, hier sind wieder welche. Irgendjemand ist hier. Irgendjemand ist hier. Sonst würde sie nicht so... Und Mucke geht auch wieder los. Die Mucke geht wieder los. Dabei gab es doch hier so viel Tuhabu. Die haben Helme auf. Das ist immer das Blöde. Wie war das mit Dingern? Genau. Hab ich sie? Da ist einer, der kommt. Ich glaube, ich gehe mal hier rum. Dann sehe ich den besser. Na, wo bist du? Sehr schön. War es das hier mit euch? Anscheinend war es das schon wieder hier. Das war ganz cool. Und wir hatten ja irgendwie zuletzt auch... Hatte ich da oben jetzt eigentlich noch was übersehen oder nicht? Oder... Hast du schon, ne? Immer alles mitnehmen. Was hängt da noch? Da ist auch noch was zum Runterholen. Oh. Immer der falsche Pfeil. Doch. Ich stehe immer blöd im Feuer, wie immer. Voll... Voll, voll, voll. Gut. Als nächstes würde ich auch gerne mal wieder... Davon haben wir nur... Es kann doch nicht sein. Ich will nur drei... Drei davon haben. Und davon nur ein. Ach so, sie macht automatisch immer schon mehr. Kann das sein? Ich denke immer, ich muss immer pro Sache, die ich einsammle, einmal drücken. Nicht einsam, was rede ich denn? Die ich herstelle, meine ich. Da ist noch was im Boden. Nehme ich auch nochmal mit. Ja, ich finde es ganz gut, dass ich hier so viel gefunden habe, muss ich sagen. Da bin ich doch auch ein bisschen stolz schon auf mich, dass ich hier so viel eingesammelt habe bisher.
Jawohl. Ist auch noch was? Und Münzen. Perfekt. Perfekt. So, wir sollen da lang. Nee, da komme ich nicht hoch. Da oben ist noch was und hier unten ist auch noch was. Nehmen wir auch noch mit. War ich hier nicht gerade, nur von der anderen Seite sozusagen. Einmal noch da oben rauf, würde ich sagen, weil da lag noch was. Genau. Nehmen wir auch noch mal mit. Und da hinten kommt wieder einer. Wenn der hier rumkommt, ne? Dann hätte ich ganz gute Chancen, den von oben platt zu machen. Komm mal her, du. Honk. Jetzt gehe ich mal hier lang. Oh, das war nicht so schlau. So, komm mal rum. Jetzt geht er da lang. Dann mach ich den. Nee, das ist zu blöd. Da sehen die mich. Und da ist noch mehr als einer. Das ist dann nicht so toll. Der kommt da bestimmt auch gleich nochmal rum. Stehen die nicht hier? Irgendwo? Ist der da? Kommt hier auch gerade einer rum? Oder? Ja, ich will aber, dann will ich lieber nach oben, aber das ist wieder diese blöde Stelle. Oh shit. Oh Mann. Jo. Das war's schon wieder hier mit denen. Noch was im Boden gefunden. Zufällig. Ach, hat wieder mal nicht so schön geklappt. Nicht so, wie ich wollte. Ich wollte es doch wieder cool machen. So, wir wollen da lang und da ist noch... Oh, da ist auch noch was. Das will ich noch haben. Geh mal runter. Kommen wir hier irgendwie hoch? Genau oder so. Das sieht doch gut aus. Da ist noch das. Das. Denn da? Da liegt noch was und wo war jetzt das, was ich eigentlich wollte? Da hinten. Deswegen wollte ich eigentlich herkommen, genau. Noch ein kleines Geheimnis. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Mhm. Feuerstahlzünder. Sieht aus wie eine kleine Handtasche. Da ist auch noch einer. Den nehmen wir auch noch. Ach so, da hing einer. Hatte ich den schon? Hatte ich den schon? Na gut. Hatte ich schon. So. Was wollte ich jetzt? Das, was da auf dem Boden liegt. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert.
Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Das war in der Falle. Trinitys Abgesandter bei den Mongolen musste sich vor der unsterblichen Armee Kitesh verstecken. Hier haben wir auch noch so eine Statue und direkt dahinter sollen wir lang. Da ist auch noch was. Nehmen alles mit. Und da ist noch so eine Statue. Aber sagt sie da gar nichts zu? Wollte da ja immer hin. Vielleicht hätte sie dann zu einer anderen auch gar nichts gesagt. So. Das war das. Ich wette, ich habe noch viel, viel mehr übersehen. Was ist das, was da vorne ist? Noch mehr. Ich weiß nicht, ist das Eisen, was sie da immer einsammelt? Könnte gut Eisen sein. Ich hopp sie nur noch mal eben rum. Ach, guck mal, hier ist noch was. Das nehmen wir auch noch mal mit. Ich muss mal ein paar Giftpfeile herstellen. Okay. Ja. Was man hat, hat man, ne? Dann kannst du auch noch mal hier Ratte und so. Oh, das war jetzt aber ordentlich. Ich habe auch noch gar keine Gegner hier mit diesem Feuer, mit dem griechischen Feuerzeug hier irgendwie kaputt gemacht, aber naja. Dann noch mal nach oben. Da ist noch eine. Yeah. Juhu. 6 von 8. Fehlen nur noch 2. Ach ja, ich würde noch viel mehr gerne finden. Ich würde sie alle gerne schaffen. Sowas aber auch. Mann. Dieser Banner. Die Insignien der unsterblichen Armee. Welcher Banner? Welcher Banner? Hm? Was meinte sie jetzt? Den wir gerade abgedingst haben oder was anderes? Naja. Dann gehen wir mal hier hin, wo wir hin sollen. Geht's endlich mal weiter hier. Ach, ein Lager. Wie schön. Zitadellenplatz. Na dann. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben. Dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Das glaube ich, dass sie das gerne gehabt hätte. Modifizierte vollautomatische Schrotflinte. Ja, ich mache gerade die Waffen hier ein bisschen nebenbei besser und dachte, Schrotflinte haben wir schon lange nicht gemacht. Modifizierte vollautomatische Schrotflinte, die das jüngste Gericht ankündigt. Oder Pumpgun, diese ausgewogene Waffe ist immer nützlich, darf in keinem Arsenal fehlen. Die ist ja noch relativ schlecht, ne? Wir sind ja schon so weit im Spiel, deswegen weiß ich nicht, werde das sowieso nicht alles schaffen, glaube ich. Da müsste ich noch viel, viel mehr einsammeln. Und vor allem die ganzen Herausforderungen schaffen und die Gräber und alles, damit ich ordentlich Fähigkeitspunkte sammle, um die ganzen Waffen nochmal fertig zu machen. Aber ich mach mal die Pumpgun. Sie verdient es einfach. Die gute Pumpgun. Und macht den Laufmantel besser. Eine Metallhülle schützt den Anwender vor einem erhitzten Lauf und ermöglicht ein schnelleres Nachladen. Jawohl. So. Das haben wir gemacht. Schade, dass ich nicht noch mehr machen kann, aber wir können ja die Fähigkeitspunkte hier nochmal verteilen und ich gehe mal in den Kämpfer rein und mach tot von oben. Nutzen Sie das Messer, um Feinde durch Sprüngen von oben sofort zu erledigen. Drücken Sie Y, um anzugreifen, wenn die Aufforderung erscheint. Ja, habe ich nämlich gerade gemerkt noch, dass er dann da noch lebt, obwohl wir ihn von oben hätten kriegen können. Und das ist ja noch viel, viel cooler. Deswegen mache ich das.
Vielleicht schaffe ich ja noch öfters, die Gelegenheit dazu. So. Ja. Jetzt sind wir hier, ne? Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Griechisch verbessert, das ist sehr gut. Können wir das einmachen mit vielleicht Granate? So. Bum, bum. Nicht dich selber, sondern möglichst... Das funktioniert nicht. Warum nicht? Schade. Ja, da sollten wir besser nicht runterspringen. Das ist, glaube ich, nicht so eine tolle Idee. Gehen wir mal da lang. Ja, da geht's rein. Ich gucke noch mal hier in die Ecken, ob da was liegt. Dass sie da aus dem Boden kloppen kann. Gehen wir mal rein hier. In das Reich. Panzerbrechende Pfeile. Na endlich. Weil Granate... Oh oh. Oh nein. Jetzt wieder die gefrorene Stadt. Überleben Sie den Hinterhalt. Ach. Ja, Leute, na, wie geht's? Immer wenn man die Pfeile braucht, ey. Jawohl. Nein. Sterb hier gleich. Der Seelen liegt hinter.
brauche nur ein weiteres Katapult. Boah, die waren immer so nah dran, die Gegner. Weil ich sie nicht hab wegspringen lassen können, wollen, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall immer mega knapp. Aber wenn man dann so im letzten Moment dann doch nochmal schnell heilt, geht's dann vielleicht noch, dann schafft man's. Aber ich wäre lieber weiter weg gewesen, um vielleicht nochmal in Ruhe, was heißt in Ruhe, aber schnell nochmal irgendwie, schnell nochmal vielleicht Giftpfeile, Granatpfeile, irgendwie sowas halt herstellen. Ja, nimm alles mit, was geht. Und falls wieder welche kommen, gucke ich jetzt mal, was ich noch, genau, schnell erstellen kann. Okay. Sieht gut aus. Oh, Münzen. Oder? Was, Münzen? Hast du? Hat sie. Ich weiß nicht, ob das jetzt Münzen waren. Nee, das macht dann immer so Bärung, wenn das Münzen sind. Waren das bestimmt keine. Ja. Was war hier jetzt noch? Habe ich alles eingesammelt? Oder wie? Dann reden wir mal. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Okay, dann zerschieße ich das hier nochmal eben und dann, Guck, hat doch geklappt. Wenn es zum Zerschießen geht, muss es nicht ein Granatpfeil sein. Reicht auch die Schrotflinte. Ist da jetzt irgendwas hinter oder? Schade, hätte ich gewusst, dass man da wieder mal hinrennen kann. Da auch. Ich weiß nicht, wo ich das hier ranschießen kann. Ich würde sagen, Leute, ich mache mal einen Cut an der Stelle. Hast eigentlich. Ist zumindest schnell gegangen. Hier gerade eben mit den Gegnern. Alles sehr, sehr schnell. Und ich würde sagen. Weiterschauen wir spannenderweise, wie es weitergeht im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Danke fürs Zuschauen und bis dann.